Sie können auch dann auf Amazon noch Erfolg haben, wenn es bereits 100 andere Verkäufer des gleichen Produktes gibt. Heute auf dem größten Marktplatz der Welt, Amazon, tummeln sich weltweit über 5 Millionen Händler. Diese 5 Millionen Händler verkaufen sowohl Fremdmarkenwaren sowie ihre eigenen Marken. Insbesondere diejenigen, die die Fremdmarken verkaufen, die großen Brands der Welt, haben natürlich einen riesigen Konkurrenzkampf und Druck untereinander. Die Frage für alle stellt sich immer, ist da Platz für mich und kann ich da überhaupt noch eine Marge generieren bei diesem Preiskampf, der da täglich stattfindet? Genau die gleiche Frage habe ich mich vor ein paar Jahren auch gestellt, wo ich mit meinem eigenen Unternehmen in der Situation war, wie wir unsere Umsätze weiter skalieren können und am besten vollautomatisch. Und das war damals auch ein Einzelhandel zusammen mit einem eigenen Online-Shop. Und da hatten wir irgendwann die Idee, auf Amazon zu gehen. Natürlich, als wir erst einmal gestartet haben, hatten wir von der Abverkaufsrate nur minderwertigen Erfolg. Nach einiger Zeit hatten wir dann die Idee, im Endeffekt eine eigene Software zu entwickeln, welche mit künstlicher Intelligenz die Marktlage vorhersehen kann, welche Waren sich auf welchen Märkten zu welchen Preisen verkaufen können und dann wiederum die Preise so anzupassen, dass man immer die höchsten Preise erzielen kann und gleichzeitig aber auch dann die Preise reduziert, wenn es die Marktlage erfordert und meine eigene Marge zulässt. Und so haben wir heute bei bestimmten Referenzkunden, können wir solche Zahlen auch nennen, die Situation, wo Händler, die mit 50.000 Euro Monatsumsatz bei Amazon sind, seit Jahren bei uns anfangen und durch diese Technologie und die künstliche Intelligenz ihren Umsatz von einem auf den anderen Monat bis zu 300.000 Euro erhöhen können. Und das hat vor allen Dingen oft damit zu tun, dass Amazon so ein bisschen wie so eine Börse ist, wo halt jede Ware im Endeffekt wie eine Aktie gehandelt wird, wo bis zu zig, manchmal an die 100 Preisänderungen pro Tag stattfinden, gerade bei solchen beliebten Waren, sei es jetzt Nike oder iPhones, wo man oft nur eine halbe Stunde hat, um im Endeffekt den ganzen Markt zu bedienen. Wenn man aber die Buybox gewinnt für dieses auch kurze Zeitfenster, kann man riesige Umsätze fahren, obwohl man im Endeffekt nur ganz kurzen Zeitfenster hat, an dem man Marktführer ist. Dadurch, dass Amazon aber halt Millionen von Kunden hat und diese Kaufkraft so gewaltig ist, reicht oft so eine halbe Stunde oder eine Stunde aus, um in diesem Fenster wirklich großen Umsatz zu machen. Und genau dafür braucht man halt Software, welche das Ganze automatisiert. Wenn man sich überlegt, man hat Tausende von Waren, dann kann man das natürlich per Hand nicht mehr managen und auch nicht hinterherkommen und nicht in dem Tempo, wie es erforderlich ist. Und deswegen, ja, man kann ordentlich Marge verdienen auf Amazon, auch mit Markenwaren. Man muss aber schauen, dass man ein gewisses Sortiment hat in der Breite und vor allen Dingen die notwendige Technologie und Software dahinter, damit halt diese Marktlücken gefunden werden und sofort ausgenutzt werden, um sie zu monetarisieren.